Grüß Gott, nun reden wir darüber, wie können wir so sicher sein, dass unser Satellit das machen wir, was wir wollen und dass er es überlebt. Dafür benutzen wir Verifikation. Ich werde hier Standard-Verifikationsprozeduren vorstellen, also generische Prozeduren, generische Methoden, die man für jeder Satellit einsetzen könnte. Die Methoden, die wir haben, sind Test, Reviews, Analyse und Inspektionen. Fangen wir bei Test an. Bei Test haben wir zwei Möglichkeiten, zwei verschiedene Methoden. Wir können die Funktion und die Robustheit des Systems testen. Bei der Funktion schauen wir, tut es, was ich will. Zum Beispiel eine Uhr. Die Uhr sollte die Zeit messen und dann können wir verifizieren mit irgendeiner Referenz und sehen, okay, die Zeit wird gemessen. Typischerweise, die Funktion ist das Verhalten vom System und das Verhalten wird typischerweise von Software gesteuert. Also, deswegen, das Funktion-Test ist im größten Teil ein Software-Test. Nicht nur, einige Funktionalität wird auch in Hardware oder mechanisch implementiert. Aber sagen wir, 99,9% der Funktionalität ist in Software. Wie machen wir es? Wenn wir von Satelliten sprechen, dann geben wir Stimuli und schauen wir die Reaktionen. Wenn alles schon integriert ist, dann unsere Stimuli sind Telekommandos. Wir lassen das System etwas machen und dann schauen wir die Telemetrie, ob es tatsächlich gemacht hat, was wir wollten. Zusätzlich zu den Kommandos für diese Stimuli konnten wir auch physikalische Bewegungen oder physikalische Events haben, zum Beispiel der Satellit wird gedreht und dann gucken wir, versucht er sich zurückzudrehen und solche Sachen. Okay, das wäre die Funktion. Das andere ist die Robustheit. Und damit wird das System gequält, um zu gucken, wie lange hält es, bevor es kaputt geht. Und das ist vorsichtig mit Vorsicht zu genießen. Unter Umständen machen wir Teile kaputt. Aber wenn wir verschiedene Modelle haben und wir sagen, alle sind gleich gebaut, dann wissen wir, wenn das bis dieser Stelle ausgehalten hat, dann was ich fliegen werde, wird auch höchstwahrscheinlich genau das aushalten können. Gut, die verschiedenen Robustheit-Tests, die wir machen, machen wir zwei Klassifikationen, Hardware und Software. In Hardware machen wir Vibration, also das System wird geschüttelt, um zu gucken, ob es auseinanderfällt. Und zwar so viel, wie die Vibrationen von den Launchers zu erwarten sind. Wir haben zwei Sorten von Vibration-Tests. Sinus, also mit einer Sinuswelle wird der Satellit hin und her beschleunigt. Und Random, das ist Rauschen, Noise, so wird es geschüttelt. Und zwar in alle drei Achsen. Typischerweise schütteln wir nur eine Achse pro Mal, dann wird es zuerst eine Achse geschüttelt, dann wird der Satellit gedreht, dann noch eine Achse und dann ein drittes Mal und dann haben wir schon alle drei Achsen geschüttelt. Als nächstes haben wir den Schocktest. Es ist etwas so wie Vibration, aber das ist nur ein Impact. Und wir haben Schockwellen bei der Trennung von Stufen in der Rakete und manchmal bei der Ausstoßen von dem Satellit. Das ist eine sehr hohe Beschleunigung, hunderttausenden Meter pro Sekunde Quadrat, aber von sehr kurzer Dauer, vielleicht nur eine oder zwei Mikrosekunden. Also es ist, als ob ich mit einem Hammer auf eine Glasscheibe schlagen würde. Enorme, viel hohe Beschleunigung, aber nur sehr kurze Zeit. Okay, das nächste ist Thermal. Kann mein Satellit tatsächlich die Thermalzyklen überleben, die wir in Orbit zu erwarten haben? Sagen wir, wenn die Sonne scheint, konnte es locker 100, 200 Grad werden. Und wenn ich ihn in Schatten bin, kann es locker minus 120, minus 160 Grad werden. Also ich gehe in eine Thermalvakuumkammer mit der Temperatur hoch und runter und schaue, ob es überlebt oder nicht. Und dann haben wir für die Elektronik einen sehr wichtigen Test. Das ist der Strahlungstest. In Orbit haben wir Strahlungsprobleme. Und zwar, wir haben zwei Sorten von Strahlung. Die Gamma-Strahlung. Die sind Gamma-Wellen, die eine Veralterung von der Elektronik verursacht. Und dann haben wir Ionen, Alpha- und Beta-Ionen, Protonen und Elektronen. Und sie sind wie Geschosse. Also es wird einfach geschossen. Wenn wir Pech haben, dann wird unsere Elektronik an eine ungünstige Stelle getroffen und dann könnten wir sogar einen Kurzschluss haben. Also dann wird es geprüft, wie stark ist die Strahlung, die elektronische Komponenten aushalten können, bevor sie kaputt gehen. Okay, auf der Software-Seite, ja, mit der Robustheit testen wir die Fehlertoleranz. Wenn Sachen kaputt gehen, kann er sich wieder hochheben und weiterarbeiten. Und weiter, bis das letzte Licht ausgegangen ist. Dann haben wir für Software typischerweise Plausibilitätstest. Wenn wir ganz verrückte Befehle geben oder falsche Informationen, kann die Software es merken, dass
Das kann nicht sein. Meine Geschwindigkeitsmessung misst eine Rotation von 1000 Mal pro Sekunde. Kann nicht sein. Also, ich kann davon ausgehen, dieser Sensor ist kaputt. Oder Kommandos mit falschen Parametern, Befehle, die der Satellit nicht ausführen kann. Dann durch einen Plausibilitätstest sollte man erkennen, das kann nicht sein. Also, das muss ignoriert werden. Und ein anderes Ding für Robustheit ist Ausfälle. Unser Satellit ist ein ziemlich komplexes System und mit höherer Wahrscheinlichkeit wird irgendwas kaputt gehen. Und trotzdem, das System muss weitergehen. Kann er die Ausfälle erkennen? Also Fault Detection and Recovery. Kann die Software das in Hand haben? Und das ist ein Maß für die Robustheit für die Software. Okay. Außer Test haben wir Reviews. Und Reviews ist einfach ein Mensch und er schaut sich typischerweise Software oder Elektronik. Er schaut sich trocken den Source Code und studiert, was macht dieser Source Code im Vergleich zu was es sein soll. Und damit haben wir eine sehr gute Erfahrung. Nach unserer Erfahrung mit Reviews von dem Code hat man viel mehr Fehler gefunden als durch Test. Typischerweise Reviews kann man nur bei Source Code, bei Software und bei Elektronik einsetzen. Also da geht man auch die Schaltung durch und guckt mal, tut diese Schaltung eigentlich was es machen soll. Eine andere Methode ist die Analyse. Und die Analyse ist numerische Nachberechnungen oder Simulation, um zu schauen, ob es plausibel ist und ob wir das System richtig konzipiert haben. Für Analyse sind typischerweise ein Fall für Attitude Control, für Guidance, falls wir einen Trip haben, für die Funkkommunikation, um zu sehen, wie die Wellen hoch und runter gehen wollen, sollen, wird es genügend Power haben. Thermalanalyse, wie wird sich die Wärme in den Satelliten verteilen und Energiebilanz. Werde ich immer genügend Energie haben für alle meine Operationen, für meine gesamte Mission? Wie viel Energie bekomme ich von der Sonne? Wie viel muss ich einsetzen? Wie viel kann ich in der Batterie speichern und wie viel kann ich aus der Batterie rausholen? Und diese Sachen können simuliert werden oder mathematisch, numerisch berechnet werden. Das ist die Analyse. Und dann der letzte Fall ist die Inspektion. Die Inspektion ist typischerweise ein Fall für Hardware und Strukturen. Am besten macht man es mit einem Mikroskop und dann kann man ganz genau zum Beispiel Lötstellen prüfen oder Schweißstellen oder Klebstellen oder Sachen, die zusammengeschraubt oder geklebt worden sind. Also da kann schauen, ist alles wirklich so, wie ich es erwarte. Wenn man alle diese Tests gemacht hat, dann ist es zu empfehlen, so etwas wie ein Logbuch oder ein Lebenslauf von verschiedenen Komponenten zu führen. Für die Software macht man es durch Versionsmanagementsysteme, zum Beispiel Git. Da hat man Commits für verschiedene Softwareversionen und man sollte beschreiben, was ist diese Commit und dann kann man in diesem Tool sehen, was für Branches gibt es, welche Software-Teil würde von welcher abgeleitet, was würde geändert und wann kommen die Sachen zusammen. Und das ist ein Logbuch für die gesamte Entwicklung von den Software. Für Hardware, wir haben nicht solche Tools, da muss man andere Sorte haben, um die Logbook zu führen. Und für jede Komponente zu machen, das wäre sehr, sehr aufwendig. Deswegen wird es empfohlen, eigentlich diese Logbuch oder Lebenslauf sollte man nur für diese Teile, die sehr ganz wichtig sind, führen, zum Beispiel Flughardware oder Ersatzsparhardware, die unter Umständen fliegen könnte. Okay, in diesem Logbuch konnten zum Beispiel Inspektionen kommen, ein Bericht habe ich kontrolliert und scheint alles in Ordnung zu sein. Ein Kompatibilitätstest, das ist meistens mechanische Kompatibilität. Zum Beispiel, wenn zwei Sachen zusammengeschraubt werden sollen, passen die Schrauben zueinander oder nicht. Man sollte vielleicht Änderungen machen. Es ist oft, dass man in Platinen Sachen ändern muss oder vielleicht auch in den Strukturen muss man auseinanderbauen und wieder zusammen machen. Und alle diese Änderungen sollte man protokollieren in den Lebenslauf von den Komponenten. Wenn man verschiedene Komponenten aufbewahren will, man benutzt es nicht, sondern man legt es zum Beispiel in einen Klimaschrank für Wochen, dann sollte man auch protokollieren, wann, in welchem Klima, unter welchen Bedingungen würde dieses Komponent für wie lange aufbewahrt. Auch die Betriebsstunden, wir sollten wissen, okay, ich habe schon so viele Stunden getestet, also wenn es hochgekommen ist, ist es nicht mehr neu, sondern es hat schon einige Wochen oder Monate von Testzeit hinter sich. Dann haben wir gemessene elektrische Parameter, zum Beispiel Verbrauch und den Pegel von Input-Output-Pins oder Signale. Gut, das wäre das Logbuch. Nun reden wir vom Funktionstest. Wir haben Blackbox, Whitebox
und Greybox-Test. Es gibt verschiedene Ausgangspunkte für die Tests. Zum Beispiel, ich kann die Requirements nehmen und schauen, ob das System alles das macht, was ich in meinen Requirements erwartet, ohne zu schauen, wie das System implementiert worden ist. Also ich sehe in das System nicht hinein, ich sehe nur, was soll das machen und was hat es gemacht. Und das ist die sogenannte Blackbox, weil ich sehe nicht das Inhalt, das Innere von dem System. Dann habe ich die Whitebox. Bei der Whitebox schaue ich die Implementierung und dann von der Implementierung versuche ich einige Tests zu machen, um besondere Fälle, zum Beispiel bei If-Then-Else, bei Grenzen, zu gucken, was passiert, wenn ich über die Grenze bin oder unter die Grenze und so weiter. Und dafür sollte man vielleicht den Source Code sehen, um diese kritische Stelle zu erkennen und genau das zu testen. Und dann haben wir eine Kombination von beiden. Ich habe den Black Box, den White Box, also ein bisschen Requirements, ein bisschen Implementierung, mache ich zusammen und dann habe ich den Gray Box Test. Gut, schauen wir zuerst einen Black Box Test. Das ist unser typischer Entwicklungsdurchlauf. Zuerst muss ich Klarheit in was mein System machen soll, was den Satellit machen soll, und das erfasse ich in Requirements, verschiedene Sorten von Requirements. Ich habe zum Beispiel einen Funktionsbaum, alle Funktionalitäten, die der Satellit erfüllen muss. Ich habe die funktionalen Requirements, die Funktion, die ich haben will, die technischen Requirements und die Entwicklungsrequirements, alles, was ich machen muss, sodass ich in der Lage bin, diesen Satellit zu bauen. Zum Beispiel, was muss ich machen, um es zu integrieren oder zu transportieren und so weiter. Das hat wenig mit der Funktionalität zu tun, sondern die sind Sachen, die ich machen muss, um das System entwickeln zu können. Dann gibt es eine ganz große Wolke, die Entwicklung. Das ist sehr groß, aber das ist das Thema heute nicht. Wie ich nehme die Requirements, gehe ich zu den Entwicklern und dann bekomme ich viele Komponenten. Diese Komponenten kann ich eins nach dem anderen testen, danach integrieren und schauen, ob alles zusammen immer noch macht, was ich erwarte. Für das Testen mache ich zuerst einen Blackbox-Test. Also, ich nehme diese Requirements und diese Requirements habe ich für beides benutzt. Für die Entwickler, die das System machen sollen, und hier in meinem Blackbox, um zu gucken, haben sie tatsächlich gemacht, was ich wollte. Okay, für diese Blackbox kann ich einen Unit-Test machen, zum Beispiel, also Komponent für Komponent oder Applikation für Applikation. Die Granularität hängt von der Entwicklungs-, von der Mission ab. Okay, und dann, wenn ich denke, okay, jedes Komponent tut, was ich will, dann wird alles zusammen integriert und dann habe ich ein erster Prototyp. Dann nehme ich die Requirements für das gesamte System und schaue, tut es, was ich will. In der ersten Version nehme ich vielleicht Simulationen. Ich habe vielleicht nicht die ganze Hardware oder die ganze Umgebung, um es zu testen, sondern was ich nicht habe, wird simuliert. Wenn das überstanden ist, dann gehe ich zu den richtigen Hardware und dann mache ich den sogenannten Rollout-Test. Und das ist der Final Test, also wenn ich schon sage, damit wird es freigegeben, jetzt kann es fliegen, gehe ich wieder durch diese Checkliste und sehe, tut es tatsächlich, was ich brauche oder was ich will. Und wenn eins davon nicht so ist, wie ich will, dann muss ich zurück zu den Entwicklungen, Sachen verändern und dann muss ich das wiederholen, was ziemlich, ziemlich aufwendig sein könnte. Okay, wie funktioniert es nun? So wie gesagt, ich mache meine Testprozedur, entweder nehme ich die Requirements oder die Entwicklung, also Blackbox, Whitebox oder beide, und dann habe ich meine Greybox. Und dann mache ich eine Checkliste. Alles, was ich sehen will, dass das System macht, um zu sagen, ja, das ist, was ich will. Okay, und dann später muss ich schauen, tut, ja, und so weiter. Okay, aus dieser Checkliste mache ich Testcases. Was muss ich machen, um das sehen zu können, dass das tatsächlich funktioniert? Zum Beispiel, ich muss machen, dass der Satellit so dreht und ein Foto macht. Gut, leicht gesagt. Aber damit der Satellit so dreht und ein Foto macht, dann gibt es viele Schritte, die ich machen muss und das ist das Testprogramm. Ich muss vielleicht 20 Kommandos schicken, damit er sich dreht, wie ich will, und noch 10 Kommandos, damit er das Foto macht. Und das ist das Testprogramm. Und davon kann ich mehrere haben für verschiedene Testcases. Ein Testcase kann vielleicht 10 verschiedene Programme haben. Gut. Wenn alles das fertig ist und das System da ist natürlich, dann führe ich den Test aus. Das Ergebnis wird protokolliert und dann mache ich eine Auswertung. Ich nehme meine Checkliste und schaue, hat es getan, was ich will? Ja, hoffentlich alles ja. Und dann mache ich ein Protokoll, wo ich schreiben kann, es hat getan, was ich will. Einige machen ein ganz großes Dokument hier, wo sie schreiben, um wie viel Uhr, wer war da,
das ganze Protokoll von alle Inputs-Outputs, aber das ist sehr aufwendig. Manchmal reicht es nur, diese Checkliste zu nehmen und sagen, zack, ich habe es gesehen und unterschreiben. Das System kann fliegen, sage ich. Okay. Nun, vom Funktionstest. Fangen wir mit Hardware. Es gibt verschiedene Sachen, die ich testen kann. Zuerst mechanische Strukturen und Mechanismen. Ein Mechanismus, ob es tut, was ich will, so reicht es nicht, wenn ich es einmal teste. Es konnte klemmen, es konnte sein, dass einmal hat funktioniert, hat die Glück und das nächste Mal nicht. Also, das ist sehr aufwendig. Die Mechanismen muss ich mehrere Male testen. Mit Software ist es einfacher. Der Software ist deterministisch. Wenn einmal es so gemacht hat, das nächste Mal wird es auch genauso machen, wenn die Input-Parameter sich nicht ändern. Okay, verschiedene Sachen von Mechanismen sollte man testen. Angefangen mit der Separation oder die Trennung von den Trägerracket. Funktioniert es tatsächlich? Wird es getrennt und fliege ich weg? Und dann habe ich viele Deployment-Mechanismen. Zum Beispiel Antennen, Solarpaneele, Beine oder Booms, ausführbare Dinge. Und hier habe ich ein Beispiel von den Deployment von den Solarpaneelen von Rosetta. Diese Deployment, diese Solarpaneelen waren, ich denke, 7 Meter lang in jeder Richtung. Also da können Sie schon sehen, das zu testen, das war richtig schwierig. Wie konnte man Schwerlosigkeit simulieren, um zu sehen, ob die Solarpaneelen richtig auseinandergehen. Um alles noch schlimmer zu machen, das sollte man in reale Umgebung testen, also Thermalvakuum. Vielleicht mit normaler Temperatur, mit Luft funktioniert es wunderbar, aber im Weltraum, wenn es kalt ist und ohne Luft, dann funktioniert es nicht. Also, das ist schon schwierig, eine Vakuumkammer mit so vielen Meter Länge kenne ich keine. Aber wir arbeiten mit kleinen Satelliten und da konnte man alle diese Deployments doch in der Thermalvakuumkammer testen, bei niedrigen Temperaturen und bei hohen Temperaturen. Okay. Und dann haben wir auch in der Thermalvakuumskammer nicht mehr Mechanismen, sondern das Thermalsystem von meinem Satellit. Also die Wärmefluss werden Sachen nicht zu heiß oder nicht zu kalt, sondern ist die Temperatur so, wie ich es haben wollte, in alle Teile, in alle Komponenten. Und dann muss ich die Wärmestrahlung testen, also so viel Wärme, so viel Energie kommt rein, so viel Energie kommt wieder raus. Und wenn mehr Energie reinkommt, als rausgeht, dann wird mein Satellit wärmer, wärmer, wärmer und irgendwann ist es so heiß, dass es kaputt geht. Um die Strahlung loszuwerden oder die Wärme loszuwerden, habe ich Strahler, thermale Strahler. Dann muss ich prüfen, strahlen tatsächlich diese Wärmestrahler so viel Energie, wie ich es mich vorgenommen habe, so viel Energie, wie reinkommt durch Solarzellen, elektrisch oder durch Hitze, kommt tatsächlich wieder raus durch den Strahler, sodass ich meine Temperatur regeln kann. Und vielleicht habe ich hier einen Sonnensimulator. Von der Sonne kommt auch viel Wärme. Die ganze Energie kommt apropos von der Sonne. Und dann muss ich vielleicht meine Simulation gegen die Realität verifizieren. Funktioniert es, das Thermalsystem, so wie ich es wollte? Okay, das ist Funktionstest. Das ist auch eine Funktion, die Thermaltest. Okay, dann haben wir Power oder Energie. Ich habe meine Solarzellen. Ich habe meine Energiequelle, die Sonne. Ich habe Batterien und ich habe Zyklen. Ich habe Sonne, ich habe Dunkelheit. Ich habe Sonne, ich habe Dunkelheit. Und dann muss ich Energie nehmen, in den Batterien speichern, aus den Batterien nehmen, verbrauchen, bis ich wieder Licht habe. Also, ich sollte testen die Performance von der Solarzellen. Ich mache einen Sonnensimulator mit der gleichen Intensität wie der Sonne. Oder in einem klaren Tag gehe ich da draußen, richte ich meine Solarzellen zur Sonne und schaue ich, produzieren sie so viel Energie, wie ich erwarte, pro Quadratmeter. Dann intern in der Power Unit habe ich auch Elektronik, die Stromschutz oder Ledge-Shock Protection macht. Also, wenn irgendein Komponent zu viel Energie braucht, mehr als erwartet, oder ein Peak von Energie hat, ein Zeichen für ein Ledge-Shock, dann sollte ich ausschalten, so wie eine Sicherung. Und das sollte ich auch testen für jeden Kanal. Kann er ausschalten, kann er erkennen, dass der Strom höher ist als erwartet. Dann habe ich die Batterien und dann muss ich mehrere Zyklen testen. Werden die Batterien geladen, entladen, laden, entladen und funktioniert es so, wie ich erwarte? Kann ich mit der Geschwindigkeit, die ich wollte, die Energie in der Batterie rein tun und kann ich mit der Geschwindigkeit, die ich will, die Energie aus der Batterie rausnehmen? Und dann habe ich die Energiebilanz. Was ich hier davor gesagt habe, wie viel Energie kommt, wenn ich Sonne habe, wie viel Energie verbrauche ich, wie viel kann ich in der Batterie speichern,
wie viel kann ich in Dunkelheit von der Batterie nehmen und habe ich eine positive oder konstante Energiebilanz, nicht dass meine Energie weniger und weniger und weniger wird, bis ich keine Energie habe und dann stirbt mein Satellit. Also das sollte man testen und vielleicht auch simulieren. Das wäre auch eine analytische Methode, bevor ich teste. Gut, dann weitere Funktionstest für die Hardware. Ich habe elektrische Messungen, zum Beispiel der Stromverbrauch für jede Komponente. Ist, wie ich es erwarte. Den Input-Output-Pegel, sagen wir, Pins gehen hoch und runter und dann konnte ich vielleicht mit dem Oszilloskop sehen, ist die Spannung ausreichend, um die Energie zu transportieren durch die gesamte Leitung, so dass der Empfänger von diesem Signal die 1 und 0 noch deutlich auseinander machen kann. Und dann habe ich die Kalibrierung. Ich gehe davon aus, ich kriege Signale und ich interpretiere die Signale an Spannung, sag mir vielleicht 5 Volt, bedeutet eine Temperatur von 20 Grad. Und ist es tatsächlich so? Das muss ich kalibrieren. Also für jeden Sensor muss ich den physikalischen Wert geben und gucken, wie viel Spannung oder wie viel Strom er liefert, um zu sehen, ob die beiden Sachen auseinander passen. Und wenn nicht, dann muss ich einen Korrekturfaktor definieren. Und das für jeden Kanal, für jeden Sensor. Und das wäre zum Beispiel für alle Analog-Digital-Converter, sagen wir für die Sonnenmessungen, für den Sonnensensoren, für Spannungsmessungen, für Thermometer, für Strommessungen und so weiter. Gut, und dann habe ich andere Input-Output-Devices, die ich auch kalibrieren soll, zum Beispiel die Sonnensensoren. Erkenne ich richtig die Richtung, die er mir sagt, wenn er sagt, die Sonne ist in dieser Richtung, nicht, dass ich die andere Richtung interpretiere. Etwas Ähnliches mit den Magnetsensoren ist die Intensität von dem Magnet oder interpretiere ich die Intensität von den Magnetsensoren richtig. Oder die Gyros interpretiere ich meine Drehgeschwindigkeit richtig. Okay, das ist die Input-Seite. Die Output-Seite muss ich auch kalibrieren. Ich kann Drehmoment generieren in meinem Satellit, zum Beispiel mit Wheels oder Magnettorker. Und dann sollte ich eine Möglichkeit haben, um zu sehen, wenn ich denke, ich generiere diese Torque, habe ich tatsächlich diese Torque, habe ich tatsächlich diese Drehgeschwindigkeitänderung, zum Beispiel das konnte man mit einem Luftlagertisch machen, oder die Devices hängen an einem Draht und dann schauen, wie viel es sich dreht und dann berechnen, wie viel Torque es für diese Draht es entspricht. Okay. Dann haben wir vielleicht einen Trieb, dann sollte ich vergleichen, ist der Schub, das ich messe, im Vakuum natürlich, entspricht meine Erwartungen für diese Spannung oder für diesen Puls oder was immer es sein soll. Und dann heißer und kühler, ist so viel Spannung tatsächlich so viel Wärme? Okay, und das sind Sachen, die man kalibrieren soll. Dann habe ich die Funkkommunikation. Das ist am besten eine End-to-End-Kommunikation, also von der Bodenstation zum Satellit. Ein kleines Problem ist, das Beste wäre, wenn ich es so richtig teste, die Bodenstation hier und der Satellit ein paar hundert Kilometer da irgendwo da draußen. Ich kann das schlecht machen. Deswegen muss ich Dämpfung nehmen, Attenuators, also alle meine Funksignale müssen gedämpft werden, um diese hunderte von Kilometern in ein Meter, zwei Meter zu simulieren. Okay, dann muss ich mein Link-Budget testen. Ist, was ich die Energie, die ich dachte, dass ich zur Amplifier gebe, genügend, um diese Bitrate zu übertragen, sodass der Empfänger auch noch erkennen kann, ausreichend oder nicht. Der Transmitter sagte, er hat 5 mW in der Antenne als Leistung. Stimmt das überhaupt? Ich sollte vielleicht an der Antenne messen, wie viel Leistung tatsächlich an der Antenne kommt, also die Antenne von den Strahlung. Und dann sollte ich vielleicht auch die Antennencharakteristik auch messen. Ich mache Simulationen, wieder Analyse, und dann kann ich schätzen, wie viel Energie wird in jeder Richtung zu der Antenne gestrahlt. Und dann muss ich verifizieren, ist das tatsächlich, was ich erwarte, oder vielleicht verhält sich meine Antenne ein bisschen anders als erwartet. Und dann bei dem Receiver habe ich Signal-Rauschen-Verhältnis. Auch in dem Datenblatt steht es, wie hoch wird das Signal gegenüber dem Rauschen sein. Das sollte ich vielleicht messen, also vielleicht ein Oszilloskop. Und dann kann ich schauen, so viel ist Signal, so viel ist Rauschen. Und dann kann ich das Signal noch von dem Rauschen unterscheiden. Oder brauche ich noch mehr Energie bei dem Sender. Und dann sollte ich vielleicht Statistiken machen, wie viele Pakete gehen verloren, in wie viel Zeit. Okay.
Das ist die Hardware. Und nun haben wir die Funktionstests für die Software. Das ist einiges mehr. So wie gesagt, 90% für alle Requirements oder vielleicht sogar 99% aller Requirements sind funktionale Requirements, die in Software implementiert werden. Also ich würde sagen, für all X in den Requirements müssen wir das mit dem Software machen. Das ist die gesamte Funktionalität, angefangen von der Trennung von dem Satellit, von dem Launcher, bis zur Stilllegung von dem Satellit oder zu Wiedereintritt. Also alles das müssen wir testen. Es ist enorm. Wie können wir die gesamte Funktionalität testen? Dafür haben wir die sogenannte X-in-the-Loop. Modell in the Loop, Software in the Loop, Hardware in the Loop. Und das heißt, wir testen mit Simulationen. Wir haben nicht von Anfang an das gesamte System, sondern wir müssen uns mit Modellen abfinden, an Anfang. Also je nachdem, wie viel Aufwand ich investieren kann zu jedem Entwicklungspunkt, an Anfang fange ich mit wenig, ich habe wenig Geld, alles wird nur simuliert, dann wird es konkreter, dann wird es teurer und aufwendiger, dann habe ich schon Hardware und dann wird es richtig teuer und richtig aufwendig, ich habe schon das komplette System und dann habe ich das Zielsystem. Und jetzt schauen wir die Schritte, angefangen von 1 bis 4, wie fangen wir an in klein? Und das ist das sogenannte MIL, Modell in the Loop. Hier gehen wir lieber von oben nach unten. Es ist einfacher zu sagen, was ist das gesamte System. Okay, ich habe den fertigen Satellit, ich habe die Sonne und ich habe eine Möglichkeit, die Drehungen zu messen. Es hängt vielleicht oder vielleicht in einem Luftlagertisch. Und dann habe ich alle Geräte, die ich brauche, um das zu steuern. Ich habe die Wheels, ich habe die Magnettorker, ich habe die Gyros, der Satellit ist komplett und ich habe den richtigen Bordcomputer. Auf dem richtigen Bordcomputer läuft schon den Final Software und dann gebe ich meine Stimulus und schaue ich meine Reaktion und das so wie davor gesagt, ich gebe Kommandos und ich schaue die Telemetrie und dann habe ich das gesamte System getestet, das Zielsystem. Natürlich muss ich, später muss ich natürlich verifizieren, dass es tut, was ich will. Jetzt reden wir nur, wie gehe ich diesen Weg von den Stimuli, bis ich die Reaktion habe, sodass ich die Entscheidung treffen kann, tut es oder tut es nicht. Okay, das ist das komplette System, das ist das Aufwendigste und das ist das Teure. Ein Schritt davor ist, ich habe noch nicht alles. Ich habe Bordcomputer, ich habe den Software fast fertig, ich kann die Stimuli und die Reaktion generieren und die Reaktion gucken, aber ich muss das simulieren. Und dafür gibt es sogenannte Hardware in the Loop Equipment. Also, ich habe hier Modelle und diese Modelle haben Hardware Interfaces, die identisch sind zu diesen Hardware Interfaces. Also, für den Bordcomputer und für den Software, sie merken überhaupt keinen Unterschied, dass das Ding in Wirklichkeit nicht existiert, sondern es wird nur simuliert. Eigentlich das ist auch teuer. So ein richtig Hardware in the Loop System ist ein teures Gerät. Okay, der nächste Schritt, ich habe dieses komplexes reales Modell nicht und ich habe den Bordcomputer nicht, sondern ich habe nur meinen Laptop. Dann habe ich den Ziel Software in the Loop Test. Ich habe vielleicht den Final Software und der Final Software simuliere ich auf einem lokalen Betriebssystem. Was wir machen ist Rodos und Rodos kann hier auf den realen Hardware laufen oder auf Linux. Also hier in meinem Laptop konnte ich Linux haben plus einige Simulationen. Viel einfacher als das, nur grobe Simulationen und dann kann ich den Software auf Rodos bringen und Rodos auf Linux und dann kann ich alles ausführen zusammen mit der Simulation und die ersten Erfahrungen haben, ja, es scheint zu funktionieren, das ist was ich will. Oder noch ein Schritt weiter zurück, ich habe nicht einmal die Software und ich habe sonst nichts, aber ich kann Modelle machen. Das wird gemacht typischerweise für Attitude Control, für Orbit Control und so weiter. Und dann kann ich nur meine Modelle simulieren. Es existiert kein Software, es existiert kein Hardware, sondern sagen wir Simulink oder LabVIEW oder irgendwelche High-Level-Modelle. Und wenn meine Modelle schon tun, was ich will, dann kann ich anfangen, die Software zu implementieren oder vielleicht sogar automatische Code-Generierung von dem Modell zu den Software. Und das ist, was wir nennen MIL, Modell in the Loop. Also, wir haben gesehen MIL, SIL, HIL und gesamtes System. Gut, und nun, nicht übersehen, unser Satellit funktioniert, alles ist perfekt, aber es gibt noch ein kleines Detail. Wir haben noch Operatoren, wir haben noch Leute, die das System betreuen sollen und betreiben sollen.
Und wenn Sie nicht richtig trainiert sind, dann können wir den Satellit ganz leicht verlieren. Also betrachten wir jetzt den Bodensegment und den Personal. Das sollten wir auch testen. Die Leute werden auch getestet. Also, wir sollten versuchen, es so nah an der Realität zu machen. Also, wir fangen bei einer Layup-Phase. Also, was passiert nach der Trennung bis der erste Kontakt? Und das sollte so realistisch wie möglich sein. Wenn es um 4 Uhr morgens sein soll, dann sollten wir es um 4 Uhr morgens versuchen. Schaffen die Entwickler tatsächlich aus dem Bett zu kommen und pünktlich in den Kontrollraum zu sein? Und wenn nicht, oder einer hat auf den Bus gewartet und hat vergessen, der erste Bus fährt eigentlich um 5 und dann alles verloren. Ne? Also, diese Kleinigkeiten sollte man auch testen, und zwar mit dem Personal, die später den Satellit betreiben soll. Okay, das wäre die Layup-Phase, so wie es zu erwarten ist. Dann der Missionverlauf. Wir haben einen Plan, was alles, was wir machen wollen in der Mission, und dann sollten die Operatoren zeigen, dass sie es können. Wir haben vielleicht ein Modell von dem Satellit, und mit diesem Modell kann man experimentieren, simulierte die Kommandos ausführen, simulierte Telemetrie bekommen und dann das Gesamte schauen, so realitätsnah wie möglich. Wir sollten vielleicht Orbit simulieren. Und wenn wir die Orbit simulieren, dann haben wir die Kontaktzeiten, also die Pässe, und dann wissen wir, um wie viel Uhr müssen die Operatoren auftreten. Um 4 Uhr morgens, um 6 Uhr morgens, um Mitternacht, oder mittags, kann es Zeit zum Mittagessen und so weiter. Alles das sollte man mit simulieren. Dann sollte man die Notfallprozeduren auch üben. Man sollte sich Gedanken machen, alles was schief gehen könnte. Und für jedes Ding, das man denkt, das könnte passieren, sollten wir eine Notfallprozedur haben, sodass es keine Hektik ausbricht, sondern man weiß, oh, wir wussten schon, sowas konnte passieren. Und wenn das passiert, dann sollten wir diese Kommando schicken, diese Telemetrie schauen und dann ist der Satellit gerettet. Zum Beispiel, wir erwarten Fotos von dem Satellit, es meldet sich nicht, dann schicken wir Kommandos, melde dich und dann meldet sich und er ist in Safe Mode. Also keine Panik, wir wissen, etwas ist schief gegangen, dann in aller Ruhe zu sagen, sag mir, warum bist du in Safe Mode, was ist davor geschehen, dann analysiert man die Telemetrie und dann trifft man die Entscheidung, okay, alles normal, geh zurück zu Nominal Mode und mach weiter deine Fotos. Gut, und auf der Bodenstation sollten wir auch Sachen vorbereiten, zum Beispiel der Telemetrie Viewer, den Telekommandgenerator oder Listen von Telekommandos. Sehr oft hat man nicht nur ein Kommando, sondern eine Serie von Kommandos, eine Liste, die wir ausführen sollen. Ein Logger für beide. Wir sollten alles protokollieren, was mit der Satellit passiert. Alle Kommandos, die wir schicken und alle Telemetrie, sodass später mit einem Player können wir gucken, was ist geschehen und warum ist das geschehen. Wir sollten alles revidieren können und nochmal replizieren können. Und dann haben wir die Kommunikation im Kontrollraum. Und die Kommunikation ist nicht nur die Rechnerkommunikation. In den Kontrollraum haben wir verschiedene Rechner und die Kommunikation mit den Transmitter und Receiver. Alles das sollte funktionieren, aber wir haben auch Personal und sie reden auch miteinander. Wie dieses Personal miteinander redet, was passiert, wenn einer eine Anomalie findet und Kommandos haben will, die sind Sachen, die man auch testen soll, vielleicht simulieren und zu gucken, tut das Personal, was wir erwarten, sodass der Satellit in sichere Hände ist. Okay. Und das wäre die Standardverifikationsprozeduren. Und so wie gesagt, generisch für alle Satelliten. Gut, dann vielen Dank.